Und wir nähern uns. Das ist richtig nah. Dass die manchmal nichts tun, die Dinger. Auf die Schindermänner habe ich noch keine Lust. Dieser Art Kreisverkehr. So, ich mache einmal kurz einen Diamantencheck und wie gesagt, gehen wir einfach nur in die Mine rein, wa? Ich habe immer Angst, wenn ich so viel abbaue, dass dann plötzlich mein Inventar voll ist. Mein Inventar ist sowieso ständig voll, habe ich das Gefühl in Minecraft. Ich farme viel zu viel. Oh, sehr schöner Soundtrack jetzt. Von... Wie heißt der? Kuka irgendwas, ne? Herr Kuka. Das ist der, der diese Musik da macht. Von Uri. Und das ist vom von The Blind Forest. Der Theme-Song, glaube ich, ne? Glaube ich. Mega cool. Setz mich jetzt in diese ganzen Escape-Szenen. Wunderschöner Soundtrack. Das einzige Let's Play, auf wo ich wirklich sagen muss, da musste ich wirklich weinen. Nicht, weil das Spiel schlecht ist oder so extrem gut, sondern die Story, die ist einfach emotional. Ja, die ist sehr emotional. Man will auch nicht so viel spoilern. Schaut euch das Let's Play einfach an. Nochmal Werbung gemacht. Check. Sagen jetzt, wir gehen uns in die Mine rein. Aber hier geht es noch nach oben. Einmal die Lage checken. Oh, Skeleton! Da geht es einfach nur nach oben, oder? Ja. Diese Kohle möchte ich gerne noch mitnehmen. Ach ja, wir haben noch, wo sind unsere ganzen Spitzhacken denn bitte hin jetzt auf einmal? Hä? Ja, warte mal einen kleinen Moment, Höhle. Ach komm, was wollen wir machen jetzt? Wir sind heute verschwenderisch. Gönnen wir uns aber nochmal so eine Diamanthacke. Gönnen wir uns.
Ja. Was haben wir in die Richtung erkunden? Oh Gott, du TNT-Schädel. Die! You don't need to live your life. Meine Facecam flackert. Seht ihr das? Wartet mal. Was geht denn da ab? Flackert so ein bisschen. Hat aufgehört? Ja, ne? Gut, dass ich manchmal mal kontrolliere, ey. Ah, Frames sind auch in Ordnung. Naja, gut. Ich überlege, bevor wir da hinzugehen, mal unser Inventar vorher zu leeren. Oh ja, wir leeren auf jeden Fall unser Inventar. Das ist wirklich ein Spinnspawner. Mega gut. Pass auf, dann gehen wir jetzt einmal kurz unser Inventar lernen und dann. Das hätte ich auch Diamanthacke nicht machen müssen. Ich Idiot. Ach egal, ich benutze dich jetzt gleich. Ich schmeiß kurz den ganzen Crab in die Truhe und guck, ob wir draußen ein bisschen was zu essen haben. Und ich verhungern ist jetzt nicht gerade das Ziel, was ich habe. Aber eigentlich lohnt es sich auch, eine Diamantspitzhacke zu machen, denn wir finden bestimmt in einer Diamanthacke mehr Diamanten, als wir verbrauchen, wenn wir in einer Diamanthacke buddeln. Gehe ich mal stark von aus. So viel, wie die aushält? Da würde ich das gar nicht so sehr als Verschwendung sehen. Ist halt so. Man beschleunigt letztendlich das Arbeiten. Wenn es danach ging, könnte ich ja Eisen sparen. Na wohl, dieses ganze Kohle und Dingsgedüns könnte ich ja oben brennen erstmal. Handy, was ist denn für ein Geräusch? Hat ja mal schon irgendwo Gold angefangen zu brennen da oben. Hey Skelett, du musst jetzt sterben. Es ist Zeit für dich. Ja, aber hier ist schon ein paar mehr Felder. Da kriegen wir noch ein Brot raus. Seid auch fertig, oder? Nein. War ich zu schnell oder zu früh? Hier, du bist auch gelblich. Das heißt, du bist fertig, oder? Wie auch jedes Mal mich erschreckt, wenn ich darüber laufe. Warte, hör auf. Hey! Dass ich so eine Fetthacke immer im Inventar habe. Komischerweise.
So, wird immer mehr. Und irgendwann wird das so viel sein, ey, dann... Halleluja. So, jetzt stellen wir uns mal hier in den Spinnspawner und gehen mal in die Mine. Bei der Mine können wir auch viel wertvollen Stuff finden. Dürfen wir gar nicht so unterschätzen. Wie lange dauert denn das noch? 12 Sekunden. Da kann ich ja gleich stehen bleiben. Und sicher zu gern ich nichts verliere. Ach schön, du vergiftest mich ja. Ihr seid Giftspinnen. Ihr seid ja gefährlich. Oh Gott. Erstmal heilen. Okay, hier ist Ende. Dann haben wir diesen Gang gleich schon mal abgehakt. Täuscht euch nicht, so ein Minensystem ist größer als ihr glaubt. Gibt hier viele Wege. Und viele Gefahren. Doch wir werden sie alle trotzen. Weil wir gierig sind. Und nur die Geier werden was bekommen. Aber nur die schlauen Geier. Hier, kleiner. Ach, wer giftet. Stirb. Ich werde den Ausgang niemals finden, wenn ich den nicht suche. Also wenn ich den suche halt. So, ein bisschen Lapis Lazuli fürs Verzaubern später. Redstone, um irgendwelche Bullshit-Sachen zu bauen, die mir Kopfschmerzen bereiten werden. Eigentlich ist auch mein Diamantschwert schade darum, jetzt hier die ganzen Seidedinger damit abzubauen, oder? Aber ich meine, die geben ja Fäden. Fäden will ich ja auch haben. Also, wir haben gleich so viele Fäden. Keine Ahnung, was ich machen soll. Aber das ist gut so.
Wisst ihr, was wir auch noch fehlen? Bis wir jetzt hier noch so einen Dungeon finden würden hier unten, dann hätte ich echt alles gefunden, oder? Melonen, ein Dungeon? Ja, dann bin ich ja... Also, was heißt Dungeon denn? Wenn ich das verließ, wo das Enderportal ist. Wäre cool, wenn wir das Ganze hier finden würden. Aber ich lebe schon wieder in meiner eigenen Fantasiewelt. Die Dinge verlaufen nämlich nie, wie ich es möchte. Sackgasse. Wir haben nichts mehr zu essen.